Moin Leute, komm mal, ich bin das GTA. Nein! Du wie der Affe, Alter! Oh, 21 zu 5. Komm. Ich muss ihn ja merken. Du hast dir jetzt das Kopfgeld geholt. Alter. Mhm. Ich möchte bezahlen. Ich finde, dass ich ein guter Pilot bin. War das knapp? Ja, war. Ich glaube, jetzt ein Auto. Keine. Noch besser, ich hab Lars. Ich hätte ja meine Schuhe eingetaut. Ging irgendwas. Lars, Auto ist noch besser, dann kann ich dich ja noch besser treffen. Jetzt rede ich jetzt. War das knapp? Ja. Warte, du kannst mich gut. Ich will kein Radio. Oh, 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 oh. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Kampf, Abbruch, Abbruch. Hey. War das jetzt eine Kampfansage, das Haar, oder was? Oh. Was war das denn? Diese Ratte, komm aus diesem Fahrzeug raus. Lars, bin ich ein guter Pilot, guter Kampfjet-Pilot. Du bist wirklich ein guter Pilot. Dankeschön. Soll ich mal eine Rolle über dich rüber machen? Mach mal, wenn du das hinkriegst. Eine Rolle krieg ich hin. Fuck you. Whatever. Oh shit! Bin über dir jetzt. Zack, Rolle. Hast du gesehen? So, lande hier. Nee, dann gehe ich in die Luft. Du kannst ja landen, wo kein Auto ist. Überall Autos. Das ist die Stadtautobahn. Theoretisch würde das dann doch gehen, aber ich habe Angst, dass ich in die Luft gehe. Passiert nicht. Hallo Lars. Du landest jetzt. Komm, du landest jetzt. Du landest. Hast du mich gesehen? Ja. Hast du gesehen, wie ich direkt über dir war? Du landest jetzt. Du landest, wie du Ratte. Okay, der Anflug ist verkackt. Ich hab grad einen Kuss angefangen, also eine Frau. Muss ich auf 18 stellen. Oh, 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 ha, 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 ha. Oh, beinahe im Haus hängen geblieben. Im Wollenkörper. Was war das Lachen? War das etwa... Na, Tom, ich will nochmal sterben? Oder was war das? Ja. Scheiße, ich hab einen Korb. Der Ölöser ist schon unterwegs. Oh, oh. Scheiße. War zu tief. Bin zu tief geflogen. Ich kann mir gerne noch mal ein neues Flugzeug holen. Das ist ja. Dann werde ich mir nochmal ein neues Flugzeug zu holen. Ich verhindere das. Ich komm. Ich verfolge dich. Ich verfolge dich mein Leben lang. Keine Ahnung. Also jetzt kommen die Cops. Das auch, aber jetzt kommt das Jet gleich wieder. Ich bin auf dem Weg. Und einfach kriegst du mich jetzt nicht. Papa. Tschüss, Lars.
Ja. Folgst du mich noch oder hast du aufgegeben? Kannst du mal bitte kurz anhalten? Ich bin noch ganz am Hafen. Warum bist du im Hafen? Okay. Ich bin im Garten gelandet. Lass ich fahren. Du bist gar nicht beim Hafen, du Lügner. Wie du möchtest. Tschüss. Nein. Schächelbaum. Ich bin nicht mit dem Auto am Pool. Das ist mein... Okay, ich warte auf dich. Ich warte auf dich bei der großen Autobahn, okay? Nein, ich muss jetzt nicht mal... Machen. Ich muss gleich kämpfen. Officer down! Officer down! Du auch down. Du auch down. Du auch down. Oh! Was ist das für ein Tod gewesen? Was ist das für ein Tod? Tom. Ah. Lars, ich warte jetzt auf der großen Autobahn auf dich, okay? Kommst du? Lars? Weg? Wenn du es schaffst, einen Kampf jetzt. Ich schwöre. Das ist immer schlecht. Kommst du da? Ich kann mal zwei Kaffee trinken, bis du da bist. Das hättest du wohl gern. Ein Kaffee. Ich mach schon die Reifen noch warm. Schaffst du ja doch noch gleich. Noch nicht der beste Autofahrer hier drin. Wo bist du denn, Lade, Lars? Oh, da vorne sehe ich dich. Du Irrer. Wo willst du denn ganz hin? Frag ich mich nicht. Schon mal auf der Highway? Ja, tschüss. Ich mach mal den Verduftikus. Lass! Ich bin schon wieder weiter als du weg. Kommst du? Wenn du einmal bremsen würdest, würdest du mir sehr helfen. Ich roll doch die ganze Zeit nur noch. Jetzt verlangt doch noch stehen zu bleiben. Ich bleib ja schon stehen. Tschüss, Lars. Das kriegst du. Ich hab dich schon wieder abgehangen. Du bist doch im Rennwagen. Ich hab einen Sportwagen, kein Rennwagen. Ein sportgeeignetes Fahrzeug. Ich hab ein geländesportgeeignetes Fahrzeug. Ich bin aber doch kein Sportwagen. Wo bist du denn? Hinter dir. Ja, ich merk schon, wie du hinter mir bist. Ich fahre hier gerade die ganze Zeit durch den Gegenverkehr. Jetzt habe ich einen Kopf gekriegt, weil einer die anderen Puffbomben gesehen hat. Nein! Wasser! Oh, oh. Wasser! Unfall! Ich hab Unfall gebaut. Ich auch. Wasser gebaut. Soll ich auf dich warten ein bisschen? Lass ich warten mal. Ich warte mal kurz auf dich, okay? Warte mal ein bisschen entgegen, okay? Ja. Also. Kommst du jetzt? Schnappst du den Auto oder? Ja, schnapp ich mir jetzt. Ich muss ihn nur mal probieren, den Berg wieder hochzukommen. Ich komme hier nicht mehr hoch. Soll ich dich umbringen? Du hast dir jetzt nicht dieses Fahrzeug geholt. Ich hab mir gar kein Fahrzeug geholt. Komm, fahr runter.
ruhig rum. Hast du eh wieder. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Du kommst hier wohl hoch, Lars, du verarschst mich. Ich wette, du kannst mich nicht umbringen. Was ist das für eine witzige Waffe? Das macht voll witzige Geräusche. Das ist mein Sturmgewehr. Meine Karabiner. Alter, die macht witzige Geräusche. Oh nein, jetzt bin ich schon wieder am Strand. Erstmal. Alter. Lars, dann komm doch hier hoch. Lars, du kannst hier hoch. Lars, was? Komm doch jetzt wieder hoch. Wenn du dir wieder so einen scheiß Militärjet holst, ne? Ich raste auf. Du bist ja schon wieder oben. Schnell ins Auto. Boah, voll ist einfach. Sollen wir den Verkehr anhalten? Bruder. Lass nur noch den VW-Bus. Der schneller, der. Ich weiß, dass du ja auch gut bist. Ich mach mal den vernünftigen Kurs. Tschüss. Du machst ja nichts. Solange die Strafe nicht gezahlt ist. Und dass jedes Militärkampf perfekt ist. Ich verfolge dich. Auch mit auf die Airbase. Dann mach ich, wenn du gerade starten willst. Ich hab dann. Ich hab deine Haftbombe und dann ist Gummi Gummi. Scheiße, scheiße, scheiße. Unfall. Ich hab mich dreimal im Kreis gedreht. Noch ein Unfall, scheiße. Ist mir auch passiert. Ich glaube, du bist schon tot, wenn du am Tor ankommst. Was wetten wir? Keine Ahnung. Oh, scheiß Probe. Christmas Tree. Wie kommt hier noch der Weihnachtsbaum? Scheiße, die haben mir den Reifen kaputt geschossen, die Arschlöcher. Da habe ich doch noch eine Chance, dich zu kriegen. Ist kein Jack drin. Ist der Panzer? Ja. Nein, hier ist kein Panzer. Warum sollte hier ein Panzer sein? Du kriegst ein Jet, das weiß ich, das weiß ich. Du kriegst eins. Du hast mich vollkommen geärgert. Frag mich nicht, warum ich jetzt keine Schuhe anhab. Ich hab die, wie gesagt, eingetauscht. Ich weiß, hast du gesagt. Ich bin gleich tot. Ich glaube, das war ein... Ja, hoffentlich stirbst du. Oh, scheiß LKW-Fahrer. Tür mit Öl. Wo ist denn der Lars Lase? Hm? Ja, wo ist denn der Lars? Ich bin schon wieder in der Stadt. Lars, ich sehe schon die Stadt. Und du? Scheiß Kampfjet, oder? Nein, eine Lüge. Eine große, große Lüge. Ich drehe gleich um, wenn... Ah ne, ich drehe nicht um, dann schießen die mich wieder ab, Alter, mit ihrem Scheiß. Die lassen die Frust auch mit mir aus. Ich habe so gesagt, du bist tot, wenn du aufs Gelände kommst. Ich bin in der Stadt, Lars. Ich war schon lange tot, bevor du gestorben bist. Bevor du abgehauen bist. So. Willkommen, so alles los. Scheiße, Lars. Mein Motor fällt zwischenzeitlich aus.
Weil die darauf hatten darauf geschossen? Ja. Arsch. Jetzt kriegst du eine doppelte, dreifache Ladung. Dein dummer Schrei nach Liebe. Deine Eltern hatten nie für dich Zeit, Arschloch. Oh shit, oh shit. Ich freu mich von den Kopf. Ich bin viel zu tief. Verwickeln dich in einem Strei. Ich wünsche dir nicht nur... Nein, jetzt hab ich den Kopf angegriffen, nicht dich. Chuck! Moritz! Ich weiß nicht, wie ich loswerde. Abgetroffen. Leila! Auto gehört hier nicht mal mir, das gehört meiner Freundin. Hoffentlich. Nein. Das wurde geklaut. Oh, ich bin schon wieder am Scheißstrand. Echt jetzt? Mhm. Dann bist du ein gefundenes Fressen für mich. Oh, oh, zu viele Bäume. Zu viele Bäume. Oh shit, die Feuerwehrauto ist ja explodiert. Dann du auch. Nein, schade. Mein Motor quant immer mehr. Lars, mein Motor geht nicht mehr. Los, mach den Fallschirm auf. Lass ein neues Flugzeug, ich komm gleich wieder. Versuch's doch mich aufzuhalten. Die Kopfsäge ist richtig aggressiv geworden auf mich. Oh, Reifen zerstochen. Sind eigentlich die modernen Polizeifahrzeuge hier und nicht die Eisen in der Wüste. Ich bin ja schon wieder bei der Erde. Wahrscheinlich. Tut mir leid, ich bin so dumm. Warum steig ich denn aus? Oh. Warum du dumm bist, weiß ich nicht. Kann ich dir leider nicht erklären, warum du so dumm bist. Los, verpisst euch da. Zum Weg. Ich bin fast. Oh, mich hat der Panzer getroffen. Lars, mich hat volle Kanne der Panzer getroffen. Da kommen jetzt mal die weißen Weißies. Keine feinen Weißies. Oh, Lars, das ist jetzt mein neuer Rekord. Ich hab, dass ich zwei miteinander sofort einen Jet geklaut bekommen hab. Jo, hier fahren gerade nur Militärautos lang. Ja. Lars, wo bist du? Und ich klau jetzt wieder. Oh nein, die haben schon wieder in meinen Reifen geschossen. Die Arschlöcher. Wurdest du vom Panzer getroffen? Nee, aber davor. Oh, scheiße, jetzt vorne muss ich aussteigen Panther. Hier aus dem Auto.
Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Akku vollgeladen, was denn? Oh! Shit. Lars, ich mach mich auf den Weg eben zu dir, okay? Ich bin im... Das glaube ich, dass du zumindest alle da bist. Wir können gerne mal ein 1 gegen 1 machen. Ja. Christmas. It's the best time of the year. A lot like Christmas everywhere I've been. Da vorne ist ja schon der Lasi Lars. Ich nehme mir jetzt ein Fahrrad und hau ab. Probier's doch. Mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Hast du ihn jetzt auf dem Fahrrad geklaut? Ja. Es ist sehr traurig. Der hat dich nicht anvisiert. Muss mir sagen, dass du das Wort hast. Eventuell. 5 Sterne. 4. Ich hab 5 Sterne auf der Playstation gehabt. Ja? Das passt. Warum treffe ich dich nicht? Jetzt hab ich so. Hast du gerammt die? Ja. Wegen dir hab ich jetzt nicht. Warum treffe ich die ganze Polizei uns aber nicht dich? Das ist so unlogisch, das Spiel manchmal. Nein! Mich hat dieser LKW-Fahrer irgendwie genommen. Scheiß Wort. Ist schon wieder am Start. Ja, wir treffen, das wird wohl nichts, Lars. Ich stelle die Shades auf Raketen ungelenkt, dann treffe ich dich 100 Pro. Oh, Scheiße! Da kam auf einmal eine Palme. Komm doch her, Lars, wenn ich dich komme. Kommst du jetzt her? Lars, soll ich dich hinten drauf mitnehmen? Oh, ich bin auf beide Zeit reingefahren. Okay. Wenn du das unbedingt möchtest. Jetzt sind die Stoppen. Jetzt. Ah, das war schon mit dem Jet ziemlich witzig, oder? Ja. Oh, shit. Vielleicht. Lars, ich hab einen Stern. Lars, ich hab ein gepanzertes Auto. Guck doch. Jetzt könnte mich alle am Arsch lecken. Okay. Nee, ist ein Blaulicht kaputt gegangen. Wie viele Sterne hast du? Ja, ich hätte auch. Ja,
Lauf! Hast du es gesehen? Nein, warum nicht aufgestiegen? Ich bin gleich tot, wenn ich jetzt nicht wegfahre. Oh, da war ein Zelt drin. Ich dachte, ich hätte dich gerammt. Doch, da war's. Nee. Scheiße. Ich hab's gut gehabt, Tom. Hado ist tot. Ich bin gleich auch tot. Er ist tot, tot. Feini hast du das gemacht. Komm. Hi. Du kannst dir später gut angucken, ne? Ja, mach ich. Du hast gerade vielleicht zwischen 20 bis 50. Aber du lässt das Video anfangen drin, wo du gerade die Begrüßung gemacht hast und in der Zeit hochgesprengt bist. Okay? Ja, und meine Oma. Schreib ich in die Videobeschreibung, auch wenn meine Oma mich genervt hat. Ich hab gerade drei Explosionen. Kopf! Video ist Kopf. Voll auf. Haha, Tom. Muss jetzt. Haha. Muss jetzt ernsthaft den Jet. Du hast Kopf. Muss jetzt ernsthaft den Jet wiederholen. Das bildest du doch auch nicht, dass ich den Jet, oder? Wollen wir beide nicht. Ich bin gegen die Scheiße. Ich hol den Helikopter. Ich hol jetzt meinen Helikopter. Mach den. Scheiße, nicht getroffen. Fahndung gegen Kombi, ich mach Bomb. Zu sehen müssen wir durch dieses Rutsch bin. Hoffentlich kommt da jetzt gleich ein Kampfhubschrauber irgendwo. Du hast nicht den Helikopter bestellt, Tom. Wie sind deine richtigen Kampfhelikopter? Bei mir ist gar kein Kampf. Ich hab keinen Kampfhelikopter geholt. Piss dich! Oh, ich muss Richtung Strand wieder da lang und ich fahre sogar den richtigen Weg ohne Karte und ohne Mindmap. Ohne Mindmap. Hm? Oh, und überschlagen in der G-Klasse. Du kannst mit den Fußfinger. Ich hab keinen Kofferraum mehr. Keine Erde mehr. Mein Koffer auf, wenn ich Gas gebe, geht mein Kofferraum auf. Wenn ich bremse, gehe ich ihm wieder zu. Jetzt noch kein Kampf. Ich hab mein Aufgehör richtig konform. Ja, ich hoffe mal für dich. Ja. Wer nicht hören will, muss leiden. Voll über Sport und so rum. Ich hoffe, dass beim wenigstens am Flughafen jetzt ein Kampfhelikopter ist. Sonst komme ich mit dem großen Flugzeug und lande auf dir und jag uns beide in die Luft. Sicher? Du kannst doch, ich weiß doch, wie gut ich fliegen kann. Ich kann mir gerne den kleinen Sprung.
Für mich? Ja. Aber lieb, dass du an mich gedacht hast. Oh Mann, oh, das ist alles scheiße. Ich hol mir jetzt einen Luxusjet und spring uns beide in die Luft. Was? Ja, bei deinem Haus oder was? Bei deinem Apartment? Ich hab mittlerweile 4 Sterne. Drago. Komm her, du Drago. So, nur noch gerade ausfliegen. Schau mal nicht bei dir. Wenn der jetzt ein Kampfhelikopter gespawnt ist, dann raste ich aus beim Dingsens. Bei den Anlegern. Tesla Tom ist auf dem Weg. Ich fliege gerade wieder quer mit dem Messerflug durch die zwischen den Häusern durch. Nicht mit dem Kampfflugzeug. Ohne Kampfflugzeug. Du sollst den Nase schwimmen. Messer Tom oder was? Tom, hörst du die Explosion auch in Hafstedt? Das sind Böller. Nein, ich bin vorzeitig schon in der Luft gegangen. Ich bin am Kran hängen geblieben. Ich war fast da bei dir. So, ich bin im Apartment. Nach einem erfolgreichen Arbeitstag gehe ich wieder in meine Wohnung. Umziehen, Outfits. Ich gehe wieder irgendwelche Leute überfallen, die hier wohnen. Ich helfe dir. Kommst du da raus, oder? Ja, ich komme gleich. Ich muss noch den Leuten gleich was erzählen in meiner Garage. Ich bin in der Garage. Hier steht mein DB5. Geiles Teil. Und hier steht das Auto, was ich vorhin hatte, und mein pinker Corvette. Den muss ich noch umlackieren oder ich behalte das und so. Und den habe ich gewonnen in Casino. Und damit war ich jetzt in Tom. Ich hoffe, der hat kein TNT. Weil der geht ab wie eine Granate. Tom! Willst du den mal fahren? Also mitfahren? Bin ich lieber kaputt. Wollen wir den Rennmacher kaufen, wer besser schneller ist? Kann machen, bis gleich. Oh. Mal gucken, wer schneller ist. Ich mit dieser komischen anderen Karte. Mit dem Audi TT. Was machst du denn da, Alter? Strago, Alter. Was? Jau. Oh, bremsen. Links rum. Ich fahr jetzt einfach nach Gefühl. Da ist ja der Psycho. Ich bin Psycho? Ja, warte. Ja. Ich bin nicht Psycho. Zack. Tschüss. Du Strago. Alter. Was heißt das eigentlich? Na, Lars, kommst du auch noch hinterher oder hab ich dich jetzt zu doll verwirrt? Amanda? Ich hab deinen Anhänger abgehauen und einen Motorradfahrer getroffen. Tschüss, Lars. Jetzt fragst du mich, wie ich da hingekommen bin. Ich bin jetzt in der Innenstadt. Nicht mal ansatzweise sagen, wo ich hin wollte. Ich fahr jetzt einfach, aber ich fahr in die richtige Richtung. Einer zu früh laden kommen. Bitte? Mein einer. Ja, das ist beide. Bist doch eine Pfeife. Ich bin schon fast beim Flughafen und du? Ich auch. Ja.
Cops. Mit Cops hinter mir bin ich so schnell los. Ja? Was? Nein, bin ich nicht. Ich komme gleich. Jo. Wir treffen uns auf Übach schon. Jo. Reifen ist geplatzt. Oh nein, da kommt ein Hund von der Polizei. What service are you looking for? I'll be keeping my eye on you. Goodbye. Was ist das für ein Helikopter? Wir. Ich glaube, das Auto brennt. Ruhe in Frieden. Habe ich absichtlich gemacht. Eigentlich wollte ich dich mit hochjagen. Now it's water. Lass euch helfen. Gebrannt nicht extra. Ja, jetzt kann die Polizei mich gerade angezeigt. Lass, sie kommen nicht durch. Hier sind gerade Polizeiautos. Solange der Vorrat reicht. Why you bumping into me? Only in Los Santos. Terroranschlag. Jetzt habe ich Kopf, weil du mich angefahren hast. Ja, warte, aber ich komme jetzt mit dem Flugzeug angeflattert. Ich jag uns beide in die Luft. Nein, mein Triebwerk ist ausgefallen. Oh oh, oh oh. Strago. Fünf. Der hat gerade wirklich Strago gerufen. Als ob der da weiß, was. Ich kotz am Strahl, hat er wahrscheinlich gesagt. Ja. Na, ich sehe eine Autoleiche noch. Jetzt gibt's Rache. Alle Einrichtungen, womit du wegfliegen könntest, sind weg. Ja! Endlich mal mit damit!
Dann... Mich hat fast ein Teil davon erschlagen, Tom. Vom Helikopter. Waffelt. Selber schuld. Lass dein Auto mal. Dein Auto ist ausgebrannt. Das ist jetzt schwarz. Kriegst du doch. Das, wenn ich das zahlen muss. Ich gehe jetzt hier gucken. Wenn ich das zahlen muss. Dann nerv ich dich. Dann nerv ich dich so lange, bis du mir das Geld überweist. Kann dir kein Geld überweisen. Alles fort. How can we help you? Ja. It doesn't look like you have enough money in your account. Oh, can you divert some funds and try again? Sure. Hab gesagt. Du hast ihn ja, du Affe hast ihn ja auch getötet. Genau, ich hab den Flugzeug getötet. Komm her, Tom. Okay, ich drehe ihn um. Nein, ich bin in eine andere Richtung. Ja, ich weiß. Das Flugzeug kann nicht so schnell drehen wie das Jet. Wo bist du denn? Ja. Ich hoffe, du verschluckst dich wieder. Peinlich! Hier! Ah! Oh. Mit der scheiß außerirdischen Waffe! So Leichenfindung! Komm her, Tommy! Tommy, Tom, Tom! Du bist ein Nazi, du bist ein Nazi! Gustav, Gustus, Gas. Du, ihr war Öl! Selbstmord begangen. Dann verabschiede ich mich. Das war's auch für die heutige Folge. Tschüss. Ciao mit Kakao. Tschüss mit Öl.